Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dungeons 3. Ja, in der letzten Folge dachte ich schon fast, das wär's mit unserem kleinen Dungeon. Viel hat ja nicht mehr gefehlt, wenn wir ehrlich sind, aber ich konnte es noch mal ein bisschen rumreißen. Jetzt wollte ich hier im Norden ein bisschen mehr Absicherung betreiben, damit wir vielleicht nicht immer direkt mit voller Wucht alles von denen abbekommen. Ich wollte jetzt aber erstmal auf den nächsten Angriff der Feinde warten. Und dann wollte ich die Kristallwesen im Norden beseitigen. Dann haben wir zwei Goldquellen, in denen unsere Schnodderlinge abbauen können. Dann ist das alles noch mal ein bisschen sicherer. Ich möchte ganz gerne noch eine Falle da haben. Das wäre ganz schön. Ich habe doch hier irgendwo gesehen, da, genau, hier ist so eine, hier sind Werkzeugkisten in der Wand eingebuddelt. Noch eine Falle vor der Türe und vielleicht noch eine Pfeilfalle. Dann sind wir schon mal etwas sicherer. Wird sie vielleicht nicht killen, aber wird sie vielleicht. Oh, da kommen die nächsten. Und das. Oh Gott, das sind alles Veteranen jetzt, weil ich die Lieferung nicht aufgehalten habe, oder was? Kann ich hier. Ah, ich kann mit dem jetzt hier angreifen. Kann ich dann sagen, er soll bis dahin gehen und alles da auf seinem Weg hin zerstören? Oder er soll bis da vorne hingehen? Wir müssen uns jetzt aber in Acht nehmen. Jetzt kommen die Feinde hier. So. Zahltag. Ach nö. Kann die Falle auch nochmal ver. Ne, kann ich. Lektorien brauchen wir dafür. Dann können wir erst Sachen verbessern. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So, Freunde, jetzt haben wir mehr von euch, von unseren Freunden. Na, ich habe noch nicht alle gemacht. Jetzt haben wir alle. Okay, das kriegen wir besser gedefft. Ein kleiner Feinraum bringt etwas. Ich glaube, das kriegen wir easy hin. Aber wie sieht es mit unseren Kollegen hier aus? Da, der hat die weggeräumt. Richtig gut mit dem. Der boxt hier erstmal alle weg. Dann können wir hier ein bisschen so aufräumen, ne? Und da können wir gleich im Untergrund trotzdem noch die Kristallwesen angreifen. Und wir können das Lektorium noch bauen. Ne, die Krypta war's. Lektorium müssen wir dann bauen. Ich mache erstmal 5 mal 5. Hat ein bisschen geleckt gerade. Okay. Wir brauchen dann oben gleich die nächste Goldquelle. Und wir haben die nächste Quelle der Bösartigkeit. Cool. Weißt du was? Ich wollte eigentlich im Norden aufräumen. Ich weiß, aber. Ach, der darf dann. Doch, der darf dahin. Der räumt jetzt erstmal hier doch mit auf. Er ist ein bisschen overpowered eigentlich, ne? Mit seinem. Mit seiner Macht. Aber gut, soll uns reich sein. So können wir ein bisschen aufatmen. Er ist doch nur noch 22 Sekunden da. Komm schon. Kannst du da vielleicht noch irgendwas zumindest anhitten? 14 Sekunden. Ach du Es Scheiße. sind Feinde in eurem Oh, Dungeon. und Feinde. Wir greifen sie von oben an. Ah, jetzt sind sie zumindest etwas geschwächt. Es sind jetzt auch nicht alle Feinde wieder am Start. Nach der Aktion von eben. Ich würde ganz gerne mehr Schnodderlinge haben, damit wir halt noch mehr besser Geld abbauen können, noch schnell die Fallen ready haben. Aber unsere Einheiten müssen jetzt leider. Müssen jetzt leider noch mal ran hier. Bösartigkeit, wir holen ihn einfach noch mal ran. Wir haben gerade eh so viel Bösartigkeit, weil wir zu wenig Gold haben, um damit was anzufangen.
Ihr sollt das Lager einfach versuchen, mal zu zerstören, wenn es geht. Währenddessen gucken wir mal hier oben. Ja, wir haben es weg. Wir haben sie weggeboxt. Hier oben ist die nicht die unendliche, aber die langanhaltende Goldquelle. Dann haben wir noch einen Ort zum Gold abbauen. Und wenn wir jetzt gleich noch mehr Schnodderlinge erforschen, hier, dann läuft das dann hoffentlich alles viel schneller. Dann sollte das Thema Gold ein bisschen, das Thema sich ein bisschen beruhigt haben. Will aber trotzdem hier einen schönen Gang dahin haben und nicht so eine riesen Rotte. Ja, der Box ist weg. Nice. Können wir uns ein bisschen Ruhe an der Oberfläche erarbeiten? Sehr gut. Währenddessen bauen wir unseren Dungeon auf. Voll gut. Eure Kreaturen haben einen Außenposten eingenommen. Nice, er hat's geschafft, er hat's geschafft. Sehr schön. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir da hinbauen. Aber erstmal, solange er noch da ist. Sind in den Dungeon eingedrungen. Genau, solange er noch da ist, sollte er nämlich schnell mal gucken, ob er hier noch was. Wegbekommt. Ach, die kommen jetzt diesmal von unten. So, der Raum, der braucht natürlich dann diese Wiederbelebungsmaschinen. Der ist tatsächlich zu klein, der Raum. Um die nebeneinander zu stellen. Aber ist auch ultimativ teuer, ne? Also, guck mal, hier 450 kostet das. Ja, mehr Schnodderlinge. Nach wie vor. Was? Hühner? Wir haben nicht genug Hühner. Stimmt, ich wollte es ja ausbauen. Kam noch nicht dazu. Ja, ist Gold. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinne. Jetzt haben wir noch ein kleines Spinnenproblem hier im Dungeon. Ich muss jetzt das fertig gebaut bekommen, was ich hier angefangen habe. Dann muss ich erstmal die Schnodderlinge darin investieren, weil ist ja gut und schön. Hier können wir dann die Horde-Mitglieder dann beleben durch die Untoten, also durch die Banshees zum Beispiel. Die beleben dann unsere Orks und Goblins halt wieder, was ja auch ganz gut und effektiv ist und so. Oh nö. Noch Zahltag, aber hier ist eine unendliche Goldquelle, eine weitere. Ich würde sagen, wir machen es mal so und dann mache ich das gleich hier einfach wieder alles zu, so das Überflüssige. Dann haben wir drei Goldquellen und wenn ich jetzt gleich wirklich, ich verspreche, ich mache da wirklich alles in die Schnodderlinge, dann haben wir Gold erstmal Ruhe. Hühnerstall zu Ende bauen. Sollte dann jetzt sich dann auch hoffentlich ein bisschen beruhigen, das Thema. Das hier müssen wir noch zu Ende bauen. Und jetzt erstmal Gold sparen wegen Zahltag, weil die Leute müssen noch ihr Gold abholen. Da sind sie gerade auf dem Weg. Die Gierigen, die klauen all mein Gold. Nein. Noch mein Gold. Ja. Spinnen haben sich im Untergrund breit. Und wieder. Leute, wir haben es doch gerade erst. Oh, nö, nö. Das ist ein Riesenlager auch noch. Die ganze Spinneninvasion. Einer ist wütend und hier kommt wieder eine Lieferung. Ja, wir können jetzt gerade nicht so viel machen, ne? Schon nochmal so ein Riese. Der soll vielleicht die Lieferung hier aufhalten. Das wäre schön. Vielleicht schafft er das. Kommt er da überhaupt? Ne, da kommt er doch gar nicht so hin. Oh, ne, da kommt er ja so gar nicht hin. Der muss hier hinten lang. Ja, der Wiederbelebungsraum kann jetzt gerade überhaupt gar nicht stattfinden. Ach du Scheiße, die überrennen uns hier komplett, die Spinnen. Na, warte. Muss Talia stärker machen. Die gerade umgekippt ist. Oh nö. Bitte keine Spinneninvasion jetzt. Also haben wir ja schon, aber
Ihr wisst schon, was ich meine. Jeder boxt sich da noch durch. Bin kommen jetzt langsam immer näher. 600 Gold, um Talia wieder zu beleben. Ah, diese Spinnen haben jetzt echt gerade gefehlt. Komm schon. Gold, komm schon. Leute, gib das Gold jetzt frei. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Los, lass mich jetzt Talia wiederbeleben. Ich da. Bin wieder da. Puh. Dem hab ich's gezeigt. Hab ich ihn natürlich ein bisschen außer Acht gelassen durch die Probleme. Dem abgestumpften Bösen war es anscheinend egal. Und wieder. Talia schon wieder gestorben. Hat die doch gerade erst verbessert, die Talia. Wenn sie sicher zurückkehren würde, sollte es das nächste Mal besser auf sie aufpassen. Ach, ein Arachnid wollte ich noch holen. 600 Gold. Oh, fuck. Wir haben hier nur Probleme. Das wird angegriffen. Spinnen fressen eure Gurus auf. Der Tod ist nicht das Ende. 150 Gold, um Talia zu verbessern. Versteht nicht, was die Schnodderlinge gerade machen. Diese Kraft, sie ist so unglaublich stark. Ah! 1000 Gold, um die Schnodderlinge aufzuwerten. Müssen diese blöden Spinnen loswerden. Ah, der ist jetzt weg, aber der hat die zwei Türme noch zermalmt. Immerhin. Immerhin. Talia noch mehr verstärken. 650 Bösartigkeit jetzt. Können wir uns jetzt gerade aktuell noch nicht leisten. Wir stauen sich jetzt die Leichen langsam, weil ja, wir zu viel Verlust haben. Adia heilt sich zu langsam. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Och nö, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ah Mist, ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, das können wir jetzt hier nicht noch zusätzlich handeln. Kann Talia nicht noch weiter verbessern? Ich kann noch mehr Monster beschwören. Habe ich das nicht gerade... Habe ich mich verklickt? Warte mal. Da, verbessern. Und dann noch mal ein Arachnid dazu holen. Spinnen essen eure Gurus. Sollen sie doch meine Hühner fressen, ist mir gerade egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Oh, da kommen die schon wieder in so einer Masse an. Blöden Kacker. Zahltag. Oh, nö. Wollen sie noch ihren Zahltag abholen? Ihr müsst zumindest hier mal eben die Räume freikriegen, Freunde. Hört mal auf, da das Gold abzubauen. Das macht keinen Sinn. Hier kommen die ganze Zeit die Spinnen. Muss sie auch bald loswerden, ne? Sonst kommen da immer und immer wieder neue. Aber gut, wir müssen das Problem jetzt hier so gut es geht in den Griff bekommen. Das bedeutet, unsere Banshees müssen eigentlich bald mal die Orks wiederbeleben. Weißt du was, komm, ich hol mal eine Krabbe und wir sorgen mal dafür, dass die vielleicht ein bisschen Spaß hier hinten ein bisschen aufräumt. Ein bisschen Richtung Norden sich vorarbeitet.
Wenn es halt nur dieser blöde Turm da ist, der wegkommt, da kommen sie schon wieder, die Spinnen. Ey, wir müssen da handeln. Ich kann das Lektorium mal erforschen, aber es bringt ja auch nichts. Das Lektorium erlaubt dann, dass wir Kreaturen und so weiter verbessern können. Momentan wäre ich erstmal happy, wenn unsere... Oh ne, da kommen jetzt die nächsten Helden. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wir hangeln uns nur noch von Kampf zu Kampf gerade. Ich muss halt Talia noch stärker kriegen, noch mal stärker, dass die halt diejenige ist, die jetzt gerade die Gegner weghaut. Weil unsere Kreaturen die ganze Zeit tot sind und sich am Ausruhen sind. Talia können wir durch Gold ja immer wieder neu holen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so stressig ist, wieder reinzukommen, aber gut, die Mission ist nicht ohne. Ich bin noch stark. Hier können wir... könnten wir auch Verbesserungen machen. Gut, bringt uns später was. Jetzt gerade haben wir keine Mittel dafür. Talia ist jetzt noch etwas stärker. Das freut mich. Mal gucken hier. Die Benjis müssen hier mal eben die Leute wiederbeleben. Die will sich trotzdem weiter ausruhen. Die macht wenigstens jetzt was. Oder? Oh nö, die ruht sich jetzt auch weiter aus. Und da kommen die nächsten. Talia, du kannst du das alleine? Schaffst du das? Hey! Nee, ich glaube, das schafft Talia nicht alleine, wenn ich so sehe. Wie schnell ihr Leben runtergeht, aber die Benji unterstützt sie ein bisschen dabei. Und da kommen noch mehr. Ich will diesmal nicht alle herholen, damit die anderen sich ausruhen können. Ja, Talia kippt jetzt um. Können wir bitte damit aufhören, Talia sterben zu lassen? Ich meine, sie wiederzubeleben ist jetzt nicht schwierig, aber ihre Frisur wieder so hinzuföhnen, treibt die Stromrechnung wirklich in astronomische Höhen. Das stimmt wohl, aber Talia ist jetzt die einzige, die hier dauerhaft draufgehen kann. Ich wurde wiederbelebt. Ohne dass es. Es sind Feinde, oh, in eurem Dungeon. Ohne dass es zu schlimm ist. Aua! Nee, wir brauchen da auch wieder alle. Bringt nichts, Talia gegen die Helden alleine kämpfen zu lassen. Die Fallen sind immer noch nicht auf Vordermann gebracht. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Gold. Ich mache die Schnodderlinge mal ein bisschen und noch mal ein paar mehr dazu. Genau, das hier will ich erforschen. Dann haben die volles Leben, wenn die durch die Krypta wiederbelebt werden. Das heißt, wenn unsere Benjis es schaffen, die wiederzubeleben, sind die voll alive. Aber dazu ja, muss es erstmal kommen. Talia, kannst du, wenn es geht, irgendwie da die Gegner umboxen? Vorarbeiten. Jede Spinne, die tot ist, ist gut. Ja, es kippt jetzt wieder um. Alter, diese Spinnen, ey. Und da greifen sie jetzt auch wieder komplett an. Oh nee. Talia wiederbeleben. Und hier alle zusammen. Ich muss jetzt die Spinnen komplett bekämpfen. Box die jetzt erstmal schnell alle weg. Und dann versuche ich unten die Spinnen zu bekämpfen. Alles oder nichts halt. Macht ja keinen Sinn, die kommen sonst immer und immer wieder. Zahltag. Zahltag jetzt auch noch.
750 und Talia nochmal zu verstärken. Bringt das denn was? Ja, Nien könnte ich verstärken. Dann sind die noch was stärker. Oh, bitte schafft es, das eine Spinnennest wegzukriegen. Wenn eins weg ist schon mal, dann haben wir da ein bisschen Ruhe. Ein bisschen mehr Ruhe zumindest. Ein bisschen verstärken durch den Zauber. Talia kippt gleich wieder um. Dem abgestumpften Bösen war es anscheinend egal, dass Talia schon wieder gestorben war. Obwohl sie sicher zurückkehren würde, sollte es das nächste Mal besser auf sie aufpassen. Okay. Oh nö, jetzt kommen die da wieder alle angescheißert. Ach du Scheiße, wieso denn so viele? What the fuck? Das werden ja immer, immer mehr. Das war's für dich. Dann brauchen wir auch immer, immer mehr. Weil die Monsteranzahl erhöht und wir müssen... Es tut mir leid, wir müssen da direkt wieder drauf. Das eine Nest muss jetzt erstmal weg. Damit diese Angriffe nicht so penetrant, nervig und so heftig sind. Mit einem Nest können wir uns auseinandersetzen. Gott sei Dank. Jetzt ruht euch erstmal aus, bitte. Das ist weg. Okay, da ist noch eine Spinne, die angezeigt wird, die aber eigentlich tot. Glaube ich. Weiß es nicht. Okay, jetzt ist sie weg. Das machen wir mal zu. Ihr könnt später unsere Schnodderlinge Gold abbauen. Aber noch nicht jetzt. Hier, das kann auch zu... Auch. Da kommen sie schon wieder. Versuche ich mal mit Talia zu regeln, dass sie den Angriff abwehren kann. Ich buff sie mal ein bisschen. Ah, da wurde ein Goblin wiederbelebt. Da. Er ist wieder komplett am Leben. Die Benji hat es geschafft. Die nächste Leiche wird reingetragen. Dann haben wir wenigstens unsere Horde wieder zur Verfügung. Okay. Das war jetzt wichtig. So wird die Zeit genutzt und dann können dann hier... da ist der nächste wiederbelebt. Okay, ich glaube, wir schaffen es dann jetzt wirklich mal, um einen grünen Zweig zu kommen. Sagte ich vorher schon in der vorigen Folge, aber ja, ihr wisst es ja selbst. Runter und drüber. Ich hole nochmal Schnodderlinge dazu. Eure Schnodderlinge schauen ganz besonders toll. Ja, damit können sie teleportieren, sind dann schneller, effektiver überall. Erforsche ich auch mal. Dann habe ich jetzt mehr Schnodderlinge und die sind wesentlich effektiver. Das letzte Spinnennest dann noch weg und dann, ja, Talia wird gerade geheilt. Vielleicht können wir auch bei den Nagas, dass die... Erhöht die Heilrate um 50%, 350 Bösartigkeit aber. Oh, habe ich da... Ich habe da aus Versehen jemanden beschworen. Habe ich da gefettfingert, hä? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Es sind jemanden beschworen hat. Dungeon. Bringt der eh nichts, ist jetzt gleich weg. Willst du mich verarschen? Ha, den hab ich gezeigt. Ha.
Ja, und wir sind auch gerade schon längst am Folgenende normalerweise. Aber die Armee aus Spinnen macht es uns von allen Seiten hier nicht einfach. Spinnen fressen eure Gurus auf. Und ihr müsst direkt wieder handeln. Die Heilrate der Nagas erhöhen. Zahltag. Ja, und ob wir das Spinnenproblem gelöst bekommen oder nicht, ich würde sagen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge für euch dann übermorgen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und guckt doch gerne mal auf Twitch vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Jeden Sonntag um 15 Uhr streame ich. Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Tschüss.